Sports Club. I gotta go tell some folks what's what. Yeah, I've been waiting for something like this to happen since Trevor took off. Vultures showing up in Sandy Shores, looking for scraps. Don't worry, though. Ron's got it all under control. Unless, you know, you wanted to help. Backup would be nice. They've taken over Trevor's old place at Ace Liquor. Herzlich willkommen, mein Name ist Markus und wir spielen GTA 5, GTA Online. Und heute kam der neue DLC raus. Und das, was jetzt da aus dem Telefon reinkam, das war bereits der Anfang vom neuen DLC. Ron, der Hilfe braucht. Und ich werde ihm gleich helfen. Selbstverständlich. Aber erst hier Fahrzeug abliefern und am Glücksrad. So viel passiert schon, während die Titelmelodie da runtergelaufen ist, durchgelaufen ist. Winona Oaks, Lonely Hearts Club. Ja, herzlich willkommen hier bei mir im Lonely Hearts Club. Und ich habe das Preisfahrzeug gewonnen. Ob das jetzt eine Relevanz hat dafür, eigentlich würde ich so einen Camper ja nie wollen, nie kaufen, aber jetzt habe ich ihn gewonnen. Mal schauen, was ich damit anfangen kann. Gehen ja viele Gerüchte rum da über einen neuen DLC. Soll wohl um eine Drogenküche gehen. Bin gespannt. Mal die Erwartungen nicht zu hoch halten. Ihr wisst ja, bei mir bekommt ihr die ehrliche Meinung. Ich bin nicht bezahlt von niemandem und gar nicht von Rockstar. Bei mir bekommt ihr die ehrliche Meinung. Wenn ich sage, etwas ist gut, dann ist es gut. Dann ist das nicht eine bezahlte Meinung wie bei anderen Leuten, wo ihr da Streams seht. Wo einfach immer alles gut und toll und kauft und macht. Aber in Tat und Wahrheit, wenn ihr es dann selber spielt, merkt ihr, so toll ist es ja dann doch nicht. Und GTA ist ja jetzt nicht unbedingt, dass da ja jeder DLC tolle Inhalte bietet, sondern es hat ja sehr gute Dinge wie The Contract zum Beispiel, Contract DLC. Und es gab auch anderes, was da wirklich nicht so gut war. Zumindest mittelmäßig oder ja. Vielleicht mal schauen, gibt es neue Fahrzeuge. Hier nicht. Hier. Das ist den ich gewonnen habe. Zirconium. Journey. Es kann sein, dass ich jetzt ja bereits dieses Fahrzeug zu kaufen gespart habe und dass ich das dann wirklich benutzen kann hier im DLC. Sonst noch was Neues, irgendwelche neuen Blips, mal schauen. Das ist ULP. Das war auch schon hier, Ron. Da haben wir das Ganze doch. Gehen wir zu Ron hin. Neue Waffen gab es auch bei Ammunition. Von einem geschenkten Fahrzeug war die Rede und ja, wir werden sehen,
Wir werden sehen. Ich gehe jedenfalls jetzt hin und helfe Ron, mach nicht weiter mit Gaia Perico heißt, kann ich ja dann immer noch. Ich beginne jetzt da den Rogue Wars DLC, indem ich da auf die Einladung von Ron reagiere. Bin ich gehypt? Ja, ich bin neugierig. So, ich bin neugierig, was es bringt. Ich bin aber auch, wie gesagt, kritisch genug, um da sagen zu können, hey, hört mal. Für ein Zeichen hier. Dieses Rennen, okay. Bin aber auch, wie gesagt, kritisch genug, um da wissen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, was da rauskommt. Es könnte was Tolles sein. Es könnte wirklich toll sein. Zweiteiliges, großes Update. Aber eben, wenn dann die Missionen scheiße sind, viele Fahrzeuge sollen kommen. So, here we are, here we go. Wäre mal gespannt. Und was es auch noch Neues gibt, ist Smugglers Run-Inhalte. Gibt es ab sofort dauerhaft dreifachen Bonus. Also die ganzen Hangar-Missionen, dreifachen Bonus. Die habe ich ja eh immer gerne gespielt. Und da kann es jetzt durchaus sein, dass ich da. Sind normale Missionen, die jetzt keine. Schwierigkeit kann ich nicht umstellen. Erste Dosis. Hier ist Ron, bin auf dem Weg zu BlickOS. Gibt es irgendeine neue Crew in der Stadt? Das bedeutet vielleicht Ärger. Ist nicht so, dass ich deine Unterstützung brauche, aber ich brauche deine Unterstützung. Sehen wir uns dort. Machen wir das mal alleine. Hoffen wir mal, dass das. Are you? My friend. That's my friend. And he is extremely dangerous. Extremely dangerous? Yes. Extremely. Yeah. I can tell you've seen some shit. Walked in here like it's a fucking tea party. Not a snitch, are you? Personal physician, lab rat wouldn't go anywhere without him. Lab rat, this is our new friend, Fresh Meat. Doesn't seem to know much about the eggs on Mount Chiliad. So what?
What do you recommend we give as a first dose into the fucking truth, man? Me first, of course. Okay, well, as your physician, let's see, I recommend a baseline of cocaine. And then 5 big hits off of the pen. Only guy who can get a breakthrough DMT dose in a vape. And then some of the new phenethylamine. My assistant's been working on to get your oxytocin levels right. And we'll finish with a little something I like to call snake sweat. Half mescaline, half scopolamine. Now that'll take you the rest of the way! Yeah! Perfect. Dosage? Well, as your physician under the circumstances, I recommend a lot! Exactly my thoughts. Now the same for them. Ah, shit, I gotta restock. Alright, walk with me. You know a guy by the name of Wade? Hey, he's in our troop. Really, really smart. He called me a few weeks back and told me the going was good here, and boy, was he right. It's got everything a human being needs to survive, from convenience stores to unregulated pharmacies, and nothing that we don't need. We're doing something big here. We gotta go. Chef is fucked up. This isn't some clinical trial, amigo. Your bro was balls deep into lab rat special sauce before we could say the frickin' B word. Okay, whatever, but we gotta go. These crazies, they started their own gang war with the Lost. They stole a bunch of their bikes, their meth. It's not safe here. This Luchadora, she runs our wrestling league. BDKD, bro. Welcome to the troop. Troop Wrestling League? You're not gonna join these weirdos, are you? Hey, you strange little wiry man. Anyone can join the troop, okay? This is insane. I gotta wake Chef up. I can see you're a bottom line kind of person, so here it is. We're new in town, but we've got a plan. I want every trust fund baby, pinstripe suit, middle manager, snapmatic influencer, and public servant stripped to the waist in the LS River, huffing whippets, shit in their pants, screaming at the top of their lungs that nothing fucking matters! But Uncle Dom! And Uncle Dom! Those biker assholes, they're stealing the RV! Fuckers, of course they are! Get all the people out of here! On it! Move, move, move! Fucking move! Help us get out of this and we'll cut you into the deal. Fuck up these bikers and get my RV back and it's Los Santos time, baby! Woo! Get over to the roof! Show me your butthole, fellas! Give me back my RV! Get your own RV! Not gonna lie, these bike chicks are hot! Shame that they're all playing this bomb! Ich weiß momentan noch nicht, ob ich hier jetzt einfach Zeit verschwende, weil ich muss ja das Fahrzeug besorgen. Come on.
Holla! Hab ich nicht aufgepasst? Ein Heli zur Verfügung, schade. Nehmen wir das Boot. Nehmen wir das Boot. Thank you.
our destination. Let's go! So, the hombre Wade told us about this place in town. Some kind of abandoned warehouse. We're gonna make it our own, swat that shit, and turn it into something we're gonna call the Freak Shop. That's where the troops gonna get everything done. Business and pleasure. You'll love it. Ja, hoffen wir mal, dass wir da nicht mehr Widerstand bekommen, weil das Fahrzeug ist in sehr schlechtem Zustand bereits jetzt. Let me tell you something, my friend. Deep down, you've always been a fooligan. Just like Cousin Wade. Know what a fooligan is? Folks are gonna tell you it's about a band, or getting fucked up, or walking around with your junk out. And yeah, that's a big part of it. But it's also about not giving a fuck. Given that you're willing to drive some lunatic you just met to some warehouse you don't know with a bunch of biker dudes up your ass trying to kill you, I'd say you clearly do not give one single fuck. Fresh meat! You like that? It's a hell of a name for a hell of a fooligan. The only name you're ever gonna need. Let's go! Ja, scheiße, jetzt ist das Fahrzeug kaputt. Hoffentlich muss ich nicht alles neu spielen. Nee, ich kann nicht weitermachen. Here's our destination. Let's go. Wo muss ich hin? So, the hombre Wade told us about this place in town. Some kind of abandoned warehouse. We're gonna make it our own. Swap that shit and turn it into something we're gonna call the Freak Shop. That's where the troops gonna get everything done. Business and pleasure. You'll love it. Normalerweise ist eben die beste, beste Verhalten, sich da gar nicht erst auf Schießereien einzulassen. Oh, die Bahnschranke ist neu. Eben normalerweise ist es am besten, man lässt sich da gar nicht erst auf Kämpfe ein und fährt einfach davon. Das ist vorher schief gegangen, weil das Auto schon so beschädigt war. Folks are gonna tell you it's about a band or getting fucked up or walking around with your junk out. And yeah, that's a big part.
about not giving a fuck. And given that you're willing to drive some lunatic you just met to some warehouse you don't know with a bunch of biker dudes up your ass trying to kill you, I'd say you clearly do not give one single fuck. Fresh meat! You like that? It's a hell of a name for a hell of a fool again. The only name you're ever gonna need. Let's go! The end of them. We're home free, fresh meat. Ja, meine Idee war da schon richtig. Da links rüber. This reminds me of the time I did peyote in my cousin's cornfield. I just looked down all the rows and thought, wow, infinity. That's where we're going, friend. You just sit tight. There it is! Big love, fresh meat. Be ready for my call, and then be ready for anything. Sehr schön.